Hier, Alter, Alter. Sind eigentlich Officer gestorben? Ja, hier einer, zwei. Ich sehe bislang zwei tote Officer. Drei? Nee. Doch, drei. Drei tote. Das ist ein Officer? Nee, das ist ein Gangmitglied. Ghost garments and a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the best. Make you say they run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD-FR mit mir, dem Ratzler. Und ja, wir sind wieder in Los Santos, genau so heißt die Stadt. Ich habe kurz den Namen vergessen, welcher Stadt eigentlich GTA 5 spielt. Und dann ist es Los Santos. Das wunderschöne Los Santos, wo die Leute sich gegenseitig umfahren, aus irgendeinem Grund. Gut, das haben wir jetzt mal in... Oh, wir lassen hier mal die Leute vorbei. Das haben wir jetzt mal nicht gesehen. Aber ich würde sagen, wir fahren da. Lass uns nämlich bitte vorbei. Ich würde sagen, wir fahren mal Streife. Hier in. Oh, ich habe die Tür ja nicht richtig zugemacht. Egal. Achso, was ich auch noch machen wollte, was ich jetzt nicht hier mache. Time. Freeze Time aus. So, wir fangen um 18 Uhr an. Unsere Nachtschicht quasi. Lassen hier erstmal die Leute. Genau. Lassen die Leute die Straße überqueren. Okay, den hinten ziehen wir raus. Beziehungsweise. Den ziehen wir. Oh, oh. Okay, den ziehen wir raus. Das ist ein Mustang, beziehungsweise Dominator in GTA. Randaliert hier, den ziehen wir raus. Ey. Ey. Scheiße, bleiben sie stehen. Alter, der liegt aber ziemlich. Aber jetzt wird gleich wieder abheben. Oh, okay. Alter, der hat aber gute Fahrerskills. Oh Gott. Okay, der fährt Leute um. Ja, jetzt ist er drin. Okay, bleiben Sie stehen. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Alles gut. Okay, ich glaube, die Karre brennt. Deswegen beeilen wir uns hier mal ein bisschen, dass sie hier wegkommen. Brennt die Karre? Na komm, kommen Sie mal lieber ein bisschen weg hier. Ja, die Karre brennt. Wir holen mal eben Feuerlöscher. Achso, für Sie holen wir vor allem mal einen Transporter. Nein, nein, ich. Feuerlöscher, komm, beeil dich. Beeil dich. Jetzt nimm die Kackhand da weg. Wir müssen hier mal. Hoch. Okay. Wir müssen hier mal. Löschen. Was? Das merke ich mal was. Ach so, fuck, Alter, das Programm. Scheiße, ja, ich kann es jetzt nicht. Ich kann es jetzt nicht beenden, weil sonst bricht die Aufnahme ab. Boah, hoffentlich piept das jetzt nicht die ganze Zeit. Wenn es piept, entschuldige ich mich. Thanks. So, und, oh Gott, die Karre müssen wir auf jeden Fall abschleppen lassen. Die ist hochbrandgefährdet. Genau. So. Gucken mal, haben wir Schaden an unserem Polizeiauto? Ja, haben wir. Okay, das heißt, wir dürfen einmal, oh, ich mach erstmal die Sirene aus, dürfen einmal reparieren. So. Alter, was, der fährt auf der falschen Spur. Achso, das ist der LKW, der Abschlepper. Okay. Gut, für die Laterne hier werden wir dann nachher die Stadt benachrichtigen. Alles klar, der Abschlepper macht das schon. Oh, scheiße, das ist für uns eine Delle. Na gut, okay. Ja, ich sag das. Oh, scheiße. Oh Gott, ich fahre hier echt wie so ein Mongo. Okay, egal. So, haben wir einen. Ah, Driver under the Influence. Okay, alles klar. Da fahren wir hin. Der ist der Impossible Impaired Driver Check for Impairing Substance. Lass mich durch. Wir haben einen Driver under the Influence. Müssen wir auf jeden Fall responden. Das ist ganz wichtig. Also sonst kriegen wir den noch nicht mehr, wenn wir jetzt hier stehen bleiben. Aber gibt's euch wieder Pferd? Gibt's euch wieder Pferd? So, pass auf, bleiben mal stehen. Oh, oh, nicht rammen. Hallo, bleiben Sie mal bitte. Okay. Okay, es kommt zu Stop. Aber wenn man das Stop nennen kann. Ich glaube, wir. Ja, okay, wir holen auf jeden Fall mal. Flüchtet. Bist du deppert? Alles klar. Brechen. Ich glaube, ich habe einfach einen falschen angehalten. Alter, da ist eine Beeinträchtigung in den Straßenverkehr. So, fahren Sie jetzt bitte rechts ran. Genau. So. Und jetzt bleiben Sie stehen. Oder ich muss ihnen eine Strafe geben. Wir holen auch gleich mal ein bisschen Backup.
Oh, fuck, nicht Code 3. Egal. So. Ich glaube, ich nehme erstmal ihre... Okay, alles klar. Alles klar. Lol. Okay, der bleibt stehen. Okay, warte, der bleibt stehen. Dann, you cancel the traffic stop. Ja, hier, da. Steigen Sie aus dem Fahrzeug. Die sind verhaftet wegen... wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. Beziehungsweise wegen dem Verdacht des Alkohol... ach, leck mich doch, sie sind doch irgendwie verhaftet. In dem Land hier braucht man keine Gründe, um jemanden ins Gefängnis zu stecken. Das ist unnötig. So. Und wir werden so lange ihr Auto durchsuchen. So. A pair of sunlight... Jetzt bin ich gerade hingefahren. Alles klar. Okay, wir suchen mal weiter die Karre. Hallo? Ja, da ist der Kofferraum. Hey, nicht so dicht drauf fahren. A hand knit blanket. Okay. So, komm. Einmal hier noch durchsuchen. Guck mal, was auf der Beifahrerseite ist. A luxurious robe. Oh, huch, nicht das Ding raushauen. So, in der Motorhaube. Gucken, vielleicht haben sie hier irgendwas in den Zylindern versteckt oder so. Mal gucken. Ja. Jetzt machen sie mal ein bisschen eigentlich alles kaputt, ja? A scale, alles klar. Hallo, jetzt bleiben sie... Egal, okay, die Karre lassen wir auf jeden Fall abschleppen. Weil hier sind Sachen drin, die man vielleicht nochmal überprüfen sollte. Außerdem wissen wir nicht, ob vielleicht im Auto irgendwie hinter den Sitzen oder unter den Sitzen Drogen versteckt sind oder so. Oder andere Dinge, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Deswegen lassen wir die abschleppen. Muss ein Abschlepper, da hinten ist der. Und wir dürfen einmal reparieren. Okay, ach, das war der gar nicht. Das ist der. Okay, gut. Auch in Ordnung. Ist ja egal, wer das abschleppt, weißt du. Der zuerst hier ist, der kann es auch mitnehmen. Weißt du, so ist das in den USA. So nicht anders. So. Haben wir irgendwas? Haben wir irgendwie noch... Oh, wir haben Intoxicated Person. Alles klar. Code 2, okay. Heißt Intoxicated nicht... Nee, heißt nicht. Okay, vergesst es. Auf jeden Fall responden wir. In Code 2 aber bloß. Aber Intoxicated ist doch schon ein bisschen gefährlicher, oder? Hm, okay. Okay, wir fahren ja mal über die Kreuzung. Wir haben ja Code 2, ne? Wir dürfen das ja im Prinzip. Also, vielleicht so nicht, wie ich gerade fahre, aber zumindest in der Art. Das ist so in der Art halt, weißt du? So ein bisschen darf man das. So, der wo ist denn der? Da oben? Okay, warte mal. Kommen wir da hoch? Okay, wir sind Polizei, wir dürfen hier durch. Okay, ich verstehe gerade nicht so wirklich, wo der ist. Kommt mir hier irgendwie... okay, alles klar. Hallo. Alter. Nehmen Sie die Waffe runter. Nehmen Sie die Waffe runter. Auf den Boden. Lassen Sie das Messer fallen. Messer nehme ich. Und jetzt gehen Sie auf den Boden. Okay. Perfekt. Das war jetzt easy. So, für dich holen wir jetzt einen Transporter, weil sie mich angegriffen haben. Sie haben einen Officer angegriffen, das ist nicht gut. Genau, und jetzt beleidigen sie mich auch noch, das heißt, es gibt auch nochmal eine Anzeige. Aber jetzt kommen sie erstmal hier von der Einfahrt raus, weil hier wollen Autos, die nicht da sind, fahren. Und weil wir auch, ich glaube, wir haben ein bisschen den Eingang versperrt. Ah, ne, warte, wir sind hier über die Mauer geklettert, okay. So, da kommt schon der Kollege. Und der kümmert sich jetzt um sie. So, wir fahren weiter. Das war jetzt einfach. Wir machen einmal so und einmal so. Dann fahren wir... Wow, die Schranke wurde ernsthaft neu gebaut. So schnell, krass, okay. So. Oh. Was, das merke ich immer. Attack Police Station, alles klar. Lass nämlich durch. Multiple Officers down, alles klar. Da müssen wir jetzt responden. An African American Gang. Respond Code 99. Scheiße. Alles klar, da responden wir. Boah, ich liebe diese... Ich liebe die Dashcam. Ich liebe sie einfach. Die gibt dem Spiel so viel Realismus irgendwie. Also finde ich jetzt zumindest. Ich finde, die hat echt was.
Ja, aber hier fährt eh keiner. Das heißt, wir können Gas geben. Zumindest so ein bisschen. Wo ist denn das? Ach da, okay. Ah, bleiben Sie stehen. Okay, perfekt. Ach, Leute, ist schon abgesperrt. Okay. Wir halten mal wie immer hier auf dem Gehweg. Wie immer, wenn eine Polizeistation angegriffen wird, ist mir aufgefallen. So, wo sind wir denn jetzt? Brauchen wir erstmal eine Taschenlampe. Oder warte mal, was wir zuerst brauchen, ist hier... Da, dass es hier schon ein etwas schwerer Fall ist, holen wir uns hinten die... Nein, nicht das Auto. Unser Auto. Genau. Wir holen uns nämlich jetzt hinten das M4A1 raus. So dass wir gut bewaffnet sind gegen diesen Einsatz, weil das, glaube ich, jetzt schon ein bisschen härter wird. Jetzt müssen wir hier reinmoven oder was. Okay, das heißt, wir gehen erstmal auf die andere Seite. Boah, es ist aber ziemlich dunkel. Das heißt, wir haben einen Nachteil, weil... Die Straße natürlich beleuchtet ist, aber nicht das Gebäude. Das sollten wir beachten. Und jetzt gehen wir in die First Person aus Realismuszwecken. Gehen in die Karre und moven rein. Da hinten. Okay, das sind alles Officer hier, glaube ich. Der da nicht. Oh Gott, die kommen hier von... Die kommen durch die Seite. Scheiße. Okay. Ja, man sieht halt echt wenig. Das ist echt scheiße. Deswegen kann ich auch nicht blind feuern, weil ich nicht weiß, ob da ein Officer oder so steht. Weil das ist nämlich jetzt ein Officer hier zum Beispiel. Da hinten. Ja, die kriegen wir schon noch. Hier kann ich jetzt zum Beispiel blind... Ah, das bringt aber nichts. Ey, gehen Sie aus dem Weg. Ey, gehen Sie aus dem Weg. Ich habe doch kein Leben abgezogen bekommen. Aber der Kollege... Kommen Sie hinter die Deckung. Ah, ich kann... Kommen Sie in den... Scheiße. Ich muss ihn retten. Scheiße. Ey, nicht hier. Fuck. Okay, wir move mal hinter dem SWAT-Team hier. Alter, man sieht einfach gar nichts ohne Licht. Alter, okay, das... Ah, nee, ah, wir haben eine Innenweste an. All suspects neutralized. Press end to end the call out. End ist einfügen, ne? Hm, okay, oder auch nicht. End? Wo ist denn End? Ach, da. Ich bin so behindert, ne? Code 4, okay. Wir brauchen ja aber auf jeden Fall... Jetzt ziehen wir mal nur die Taschenlampe raus. Hier liegen... Alter. Sind eigentlich Officer gestorben? Ja, hier einer, zwei... Ich sehe bislang zwei tote Officer. Drei? Nee. Doch, drei tote. Das ist ein Officer? Nee, das ist ein Gangmitglied. Drei tote haben wieder hinten irgendwelche Leichen. Ah, nee, geil. Der SWAT-Typ hat es echt noch geschafft. Okay, das freut mich. Der ist tatsächlich. Ja, wahrscheinlich jetzt in ärztlicher Behandlung. Da ist schon der Krankenwagen. Okay, das heißt, wir rufen jetzt für hier. Auf jeden Fall erstmal Corona, weil ich glaube, den Leuten kann man wirklich nicht mehr helfen. Einen Krankenwagen können wir natürlich auch mal noch holen. So ein paar zumindest. Boah, was hier abgegangen ist, Alter. Alter, wir haben ja auch nochmal eine Leiche. Auch nochmal hier ein Gangmitglied. Alter, da kam auch mit der M4A1. Okay, also das heißt schon heavy armed auf jeden Fall. Okay, das ist krass. Aber ich würde sagen, vier Officer sind gestorben. Ey, sind sie befugt? Okay, sie sind in der Krankenwagen. Vier Officer sind gestorben. Ich glaube, das war... Nein. Ach, scheiße, ich muss die Taste... Mann, ich weiß, ich denke immer, ich möchte nachladen, aber... Aber wir beobachten natürlich trotzdem weiter. Okay, wir nehmen mal die Waffen hier weg. Nicht, dass jetzt hier irgendwelche Unbefugten kommen und die Waffe klauen. Das wollen wir natürlich nicht. So, die Schrotze hier. Okay, kann man hier irgendwie... Keiner kann, okay. Das heißt, wir holen jetzt wirklich den Corona, weil ich glaube, das macht sonst keinen Sinn. Luxury Vehicle Theft. Okay, alles gleich. Aber das können wir annehmen. Weil, mein gut, wir haben eigentlich den Einsatz schon fast gecleared. Hallo. Okay.
Was weiß ich? Luxury Vehicle Theft. In. Was wird das jetzt? Ach so, ja, okay, gut. Scheiße, mein Programm läuft im Hintergrund. Ah. Nicht gut. Wo ist denn das? Da hinten. Okay, das heißt, wir müssen einmal drehen. Ist da eine Spur? Okay. Ich dachte schon, wir fahren jetzt ins Gemüse oder so. Also siehst halt nichts. Der Grafik. Ich glaube, wir haben den Einsatz verloren. Vielleicht habe ich ja Glück und das. Alter. So weit, wo. Einfach ignorieren. Ab der nächsten Folge ist weg. Okay. Den haben wir verloren, den Einsatz. Okay, alles klar. Das heißt, wir können beide auf Streife fahren. Wie gesagt, ich entschuldige mich für die Geräusche. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend. Oder nicht allzu laut, sagen wir mal so. Ja. Eigentlich könnten wir meinen LKW hier durchsuchen. So, ja, Sie können ruhig weiterfahren hier hinter mir. Machst du die Tür zu. Wir werden jetzt mir mal, ist da ein Fahrer drin? Warte, erstmal checken, ob da ein Fahrer drin ist. Nee. Kein Fahrer. Okay, das heißt, wir werden einfach mal eine Routine durchsuchen an dem Dingsel hier durchführen am LKW. This vehicle is too far away. Okay. Muss ich vielleicht hier auf die Plattform gehen oder so? Kann ich jetzt durchsuchen? Oder gilt da Klappen? Nee, gelten glaube ich aber nicht als durchsuchbares Objekt. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 1:27 Uhr, ja man merkt's. Lol. Okay. Homicide, alles klar. Den nehmen wir an. Homicide. Mord. Mord. Wir müssen den Mörder hoffentlich erfolgreich festnehmen. Ansonsten ausschalten, würde ich sagen. Aber flüchten ist. Also Flucht beim Mörder, würde ich sagen, müssen wir töten. Wenn der Mörder fluchtet. Fluchtet, Junge. So, da hinten. So. Oh, scheiße. So, wir kommen mit dem Karabiner, weil es schon ein bisschen stärkere hier Kalibern. Da oben ist ein Busch. Was ist das da vorne? Oh, okay, alles klar. Okay, warte mal. Ach, hier sind Zeugen, okay. Hallo. Kann ich fragen mit Y, E? Y müsste doch eigentlich sein Z. Okay, wir machen uns, glaube ich, erstmal ein Bild von dem Tatort hier, weil ich glaube nämlich, dass der Mord schon passiert ist. Der Damn Corona ist da. Achso, ja, hier. Ist mir doch egal. Wo liegt denn die Leiche? Man, was sieht die? Ah, da, okay. Perfekt. Also, das ist perfekt. Appears by strangulation. Das heißt, sie wurde stranguliert. Kann ich hier irgendwie Aussagen tätigen? Kann die das stoppen, aber irgendwie keine Aussage. Steigen wir mal drüber hier. Aber irgendwie keine Aussage tätigen. Was passiert, wenn wir die stoppen? Ja, das ist auch irgendwie Bullshit. Lass mich mal bitte durch. Scheiße. Ach man, wieso steht das nicht, wenn man die Leute befragen kann? Scheiße. Ah, Mann. Y ist es nicht. E ist es auch nicht. 1, 2, 3, nee. Da haben wir hier. Und. Oh. Ups. Das ist irgendwie blöd jetzt. Nee, das ist es nicht. Lass uns mal bitte durch. Boah, man sieht hier halt auch nichts, ne? Das ist so krass. Kuhfehler. Oh, fuck. Ich dachte, schlage ich den. Damit? Nee. Mit Shift? Nee. Mit Steuerung? Nee. Mit L? Nee. Wie kann ich denn eine Zeugenaussage an. Oder ich denke mal, das sind Zeugenaussagen. Vielleicht sind es doch einfach Verdächtige oder so. Schade, ich weiß jetzt nicht, wie ich die. Wie ich sie fragen kann. Muss ich gedrückt halten? Nee. Stoppen wir einfach mal. Interact. Wir fragen einfach mal vor ID. Und dann, geht das nochmal hier mit N. Actions, Suspect Records Check. Labrucks Krech. So. Einmal bitte. License wenn no active warrants. Okay, alles klar. Das heißt, die sind dann erstmal entlassen. Bleiben wir bitte noch da.
Haben wir hier noch einen Stopp mit? Das heißt, wir müssen jetzt hier die IDs einfach durchchecken. Vielleicht, weiß ich nicht. Hallo, kann ich Sie irgendwie befragen? Hallo. Ah, jetzt. Ask for ID. N Suspects Record Check. So, Earl White. Start being the poor person. Ah, okay, man muss einmal ein bisschen länger. They came out of nowhere and just started being out the person. Okay. License suspended, aber das ist ja egal. Weil der fährt ja gerade kein Auto, das heißt. Der hat gerade. Das heißt, wenn ich einfach ein bisschen länger bei denen bleibe. Machen die ihre Aussage oder was? Wahrscheinlich funktioniert es bei ein paar und bei ein paar nicht, weil das ein bisschen buggy ist. Dann bei dem zum Beispiel nicht. Okay, pass auf, dann gehen wir, fragen wir oben mal die Zeugen. Ob die irgendwas Nennenswertes. Huch. Nein, ja, okay, oder so. Haben sie irgendwas gesehen? Dann muss ich die erstmal stoppen irgendwie. Na gut, wir fragen erstmal um ihre ID. Und dann checken wir die auch. Max Eddy. Ja, okay, perfekt. So, wir fragen, also nur Firms. Okay, das heißt, sie haben nichts. Aber sie wollen mir auch keine Aussage geben. Okay, alles klar. Dann, hoch. Nein, nicht über die Leiche drüber. So, können Sie bei mir Ihre ID nochmal geben? ID, N. Und wie heißt der? Donatus. I saw a black guy running off down the street. Harold. Okay, aber wir checken dann trotzdem erstmal ihre. You found a phone, unmarked pills and a pair of bloody gloves. Okay. Das heißt, ich weiß, auf was war das jetzt bezogen? Auf den, auf die Leiche hier oder habe ich jetzt gerade den da durchsucht? Ja, scheiße. Es war so ein Schwarzer. Schwarzer war das. Pass auf. Ne? Checken wir mal sie nochmal. Aber bei denen, sie haben mir schon gecheckt. Ich möchte jetzt genau von den anderen eine Aussage haben. Ist mir das irgendwie. Darf ich das? Muss ich sie vielleicht nochmal anhalten irgendwie? Irgendwie machen sie mir keine Aussage. Was jetzt mit Y, E? Keine Ahnung. Hm, ich glaube, der Callout ist ein bisschen verbuggt, aber wir haben jetzt Informationen, dass der Typ schwarz ist und die Straße wohl runter geflüchtet ist. Die Frage ist, running down the street, meint er jetzt hier oder hier? Oder vielleicht meint er auch die Gasse hier? Naja, gut, ich glaube, wir geben auf jeden Fall mal die, die Fahndung raus. Weil mehr kriegen wir jetzt hier nicht raus. Achso, genau, einen Corona holen wir natürlich noch. Und geben dann die Fahndung raus. Sodass dann die Kollegen hier, ja, ich würde mal sagen, agieren können. Gerechtfertigt. Und, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich von LSBDFR. Wir hatten dieses Mal keine Verfolgungsjagd, kann das sein? Das kann tatsächlich sein. Und ich war auch dieses Mal ein bisschen ruhiger. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall so. Und, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich von GTA Online. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn wir dann wieder GTA spielen, Dead Sentence, bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.